Silke aus Hamburg hat uns gemailt. Meine Tochter wird demnächst 13. Sie verschlingt am meisten Fantasy-Bücher. Außerdem redet sie seit unserem letzten Urlaub nur noch von Italien. Was könnte ich ihr schenken? Ja, Elke, wer Italien liebt und gerne Fantasy-Lektüre liest, für den habe ich eine Buchempfehlung von der Autorin Michelle Lovrig als Debütroman Die Melodie der Meerjungfrauen. Auf über 500 Seiten präsentiert der Löwe Verlag das spannende Buch, das mit viel Liebe zum Detail von der Autorin geschrieben wurde. Sie verknüpft in ihrer Geschichte Elemente verschiedener Genres wie Krimi, Thriller, Abenteuer und Fantasy. Sogar historische Verbindungen aus dem realen Venedig finden hier Verwendung. Titelheldin Theodora, genannt Theo, bekommt endlich ihren größten Wunsch erfüllt. Sie reist mit ihrer Familie im Sommer 1899 nach Venedig in die Stadt der Gondeln, Kanäle und Palazzi. Doch der Anlass der Reise ist sehr ernst. Venedig droht im Meer zu versinken und Theos Adoptiveltern, zwei Wissenschaftler, sollen nach einer Lösung des Problems suchen. Dass nun ihr Schicksal eng mit der Lagunenstadt verknüpft ist, ahnt Theo nicht, bis ihr der Schlüssel zur geheimen Stadt in die Hände fällt. Sie soll laut einer uralten Prophezeiung nämlich dazu auserwählt sein, Venedig zu retten. Und nun beginnt für Theo ein spannender Wettlauf mit der Zeit. Eine von der ersten bis zur letzten Seite wirklich tolle Geschichte aus der fantasievollen Unterwasserwelt Venedigs. Manchmal recht gruselig, aber immer super spannend. Also Elke, bestes Lesefutter. Mit Lust auf mehr.